Damit ich weiß, wer da ist. Huch, was liegt denn da? Ach so, das ist eine Muschel. Na, ja, die Muschel ist mir jetzt wurscht. Was? Keiner antwortet mir. Das ist so traurig. Aber egal, dann schauen wir halt, schau dir halt mal gechillt zu. Ich werde euch auch hoffentlich gut unterhalten und wir machen weiter. So, und jetzt müssen wir echt aufpassen, dass wir die gute Frau nicht verlieren. Ich wollte gerade sagen, wir haben die jetzt schon wieder verloren. Oh ja. Bisschen nervig. Das muss ich gerade ganze Zeit irgendwie. Wir reiten jetzt mal darüber und hoffen einfach mal, dass wir sie nicht verlieren. Und wenn wir sie dann doch wieder verlieren, dann scheine, keine Ahnung. Dann schauen wir nach einem Cheat, um sie einfach zu uns zu beamen, weil prinzipiell darf sie nicht sterben. Also sie kann. Sie ist ja ein unsterblicher Charakter. Liegt nicht daran, dass sie irgendwie Vampir oder sonst irgendwie tolle Fähigkeit hat, sondern einfach nur, es ist halt ein Gaming-Charakter, der nicht sterben darf. Er ist markiert als Essential und darf somit nicht von uns gehen. Ja, okay, hier können wir nicht rüber. Außer wir schwimmen. Stimmt, eigentlich können wir auch schwimmen. Ne, wir können mal hier zumindest ein bisschen. Ah nein, Schwimmen ist langsam und doof. So, wir reiten lieber. Genau, und hier. Hier können wir rüber, glaube ich. Ja, die könnten wir prinzipiell angreifen, aber da haben wir jetzt keinen Bock. Oder wohl, es wird uns wieder Zeit geben, dass Lydia aufholen kann. Ja, komm. Wir lassen uns hier mal Zeit, dass Lydia aufholen kann. Und schalten mal hier ein paar von diesen Hawkern aus. Ah, da ist sie ja auch schon. Ah. Ah. Und Lydia schießt auch schon von hinten. Genau, das gibt dann auch lecker Essen. Da ist Lydia und irgendwo hier hockt noch so ein Hawker rum. Komm. Ja. Und Kamehameha! Bam! In your face! Was? Hä? Ich dachte, das war der epische. Ich dachte dadurch, immer wenn diese sehr Epic-Cam kommt, dann war das der epische Ich mach dich Totschlag. Aber anscheinend nicht. Dann halt nicht. Gut, jetzt aber wieder auf unser Pferd drauf und dann noch die letzten paar Meter rüber reiten. Es lohnt sich fast nicht, aber doch. Ich sage, es lohnt sich. So. So. Den haben wir jetzt entdeckt. Die Lydia ist immer noch da. Da speichern wir doch jetzt einfach mal kurz rüber. Damit wir ganz sicher sein können, dass wir jetzt die Lydia wieder dabei haben. Ja, sie ist wieder dabei. Schön. Gut. Dann hier. Septus. Rede mit uns. Whatever. Ich habe gehört, weißt was über die Elder Scrolls. So, wo ist die Rolle? Ja, wenn man alles relativ sieht, dann ist auch, keine Ahnung, Amerika sehr nah. Das näher ist jetzt zum Beispiel Mars. Das hat er schon recht. So, was muss man dir denn bringen? Compared to the dullest of the Dwemer. Lucky
the depths of Black Reach, one yet lies. Have you heard of Black Reach? Cast upon where Drimmer City slept, the yearning spire hidden learnings kept. Nö, davon haben wir noch nicht gehört, aber sag uns nochmal, wo das Black Reach ist. Ja, okay, wir gehen ja schon rein. Ja. Hör endlich auf zu reden. So, wir wissen jetzt, wo wir hin müssen. Er will anscheinend hier da so rein und dann schauen wir mal weiter. Genau, wir könnten jetzt noch witzig beklauen. Hier gibt es irgendwie Soul Gems. Bestimmt irgendwas Wichtiges auch. Aber pff, wir haben eh genug Geld. So. Genau, das einzige Geld, was wir jetzt bisher mal ausgegeben haben, war irgendwie fürs Haus. Und ja, dass wir hier diese geile Robe haben. Genau, eigentlich sollten wir uns Verzauberung selber mal anlernen, damit wir selber geile Sachen verzaubern können. Aber das ist immer so ein grindy Ding. Das irgendwie, das werde ich euch jetzt nicht antun, dass wir das jetzt hier machen. So. Ah, da ist Blackreach. Blackreach ist also gar nicht mal so weit weg. Das heißt, wir können uns aber trotzdem mal hier so hin teleportieren. Das macht das Ganze schon etwas einfacher. So. Und dann, wo müssen wir hin? Da hinten müssen wir hin. Aber das heißt, wir müssen hier so lang reiten. Gut. Ja, genau, da fällt mir noch auf, dass ich noch ein paar Dinge machen wollte. Ich muss einmal kurz noch hier meinen Browser muten, damit der nicht irgendwie reinpupst. Und dann wollte ich hier noch mal meine Streaming-Bildschirm mal ein bisschen größer machen. Das heißt, falls ihr irgendwie ihr mir followt oder falls ihr sonst irgendwas schreibt, sehe ich das ein bisschen größer. Das wäre natürlich cool. So. Genau. Genau. Und dann gehen wir jetzt weiter. Wir wollen ja hier nach Blackreach und wir schauen, wir müssen mal auf die Karte schauen, ob wir jetzt zum Beispiel hier nicht durch können. Glaube ja. Also hier können wir irgendwie so durch und dann ja, da so irgendwie. Genau. Genau. Kartenlesen haben wir prinzipiell eigentlich mal gelernt. Aber die Karte hier ist ein bisschen beschissen zum Lesen. Weil sie ist nicht einfach von oben. Ich glaube, orthografisch heißt das ja, wenn das dann direkt von oben ist. Oder vielleicht laber ich auch gerade einen totalen Unfug. Aber auf jeden Fall, die Karte ist es gerade nicht. Die ist sondern so schräg. Außerdem hat sie keine Höhenlinien eingezeichnet. Das heißt, wir müssen irgendwie raten, ob das so korrekt ist, dass es da Wege gibt. Und ja, das macht das Ganze etwas schwieriger. Und wir sind so schlecht mit Reiten, dass die Lydia uns einfach zu Fuß hinterherkommt. Ja, das müssen wir uns geben. So, und weil da oben gerade so eine Markierung ist, werden wir da mal schauen, dass wir kurz hinreiten, damit wir hier einen Schnellreisepunkt freischalten. Schnellreisepunkte immer praktisch. So. Und Lydia, magst du dich mal um den kümmern? Nee, wir kümmern uns heute nicht um dumme Wölfe, die deine... Lydia, warst du nicht irgendwie angestellt zu meinem Schutze? Um hier... Schlimm hier. Zu meinem Schutz angestellt, aber lässt mich einfach eher beißen von so einem scheiß Eiswolf. Genau genommen hat dieser Eiswolf hier eigentlich auch mein Pferd angefallen und ich mich direkt. Aber das ist so ziemlich dasselbe. Für mich jedenfalls. Weil wenn mein Pferd stirbt, dann bin ich als nächstes dran. Außerdem hat mein Pferd ziemlich viel Gold gekostet und da wäre ich ziemlich pissig auf die Lydia, wenn sie hier dafür sorgen würde, dass meine Investition von 1000 Goldstücken einfach so dahin stirbt. Das ist nicht cool. Nicht okay.
So, wir nähern uns auch schon hier Black's Reach, Black's, wie ist das? Black, nee, Alftant. Alftant, genau, aber wir sollen irgendwie Black's Reach. Alftant, genau, Black's Reach ist nämlich irgendwie unter Alftant und dann finden wir das hier so. Gut, wir steigen mal ab und erkunden hier ein bisschen die Gegend. Schauen mal, wo wir es lang müssen. Können wir hier zum Beispiel nicht rein. Aber ist okay, dann lassen wir unser Pferd hier stehen. Dann können wir nämlich nachher, wenn wir vielleicht hier diesen Aufzug dann wieder rauskommen, einfach in das Ding einsteigen und losreiten. In das Ding einsteigen. Ich meine natürlich auf das Pferd steigen. In Pferd reinsteigen sollte man natürlich nicht. Das ist ein bisschen unpraktisch. Gut, genau. Wir haben hier ein tolles Tagebuch irgendwie zu dieser Expedition. Wenn ihr das irgendwie lesen wollt, könnt ihr mal kurz Pause drücken. Nehme euch das nicht übel. Aber was ist denn heute mit der Kamera los? Irgendwie richtet sie sich immer wieder auf, so dass ich aus dem Bild verschwinde. Das ist ja total doof. So, wir schauen noch, ob wir hier das Schloss knacken können. Ah, hier bewegt sich das. Das ist an diesem Korn. Und perfekt. Genau. Wir sollten aber hier alles drin lassen. Also auch so, abgesehen jetzt von diesen Sachen, die jetzt sehr, sehr leicht sind. Wir sollten uns aber merken, dass wir in diese Kiste nochmal reinschauen müssen, weil. Genau. Einfach damit wir dann hier den ganzen Krempel nicht vergessen. Obwohl, ich sehe jetzt schon, dass wir den Krempel vergessen. Wir reisen kurz hier ins College, entzaubern die Dinge und genau. Ja, ich weiß, ich habe ursprünglich gesagt, dass ich da hier jetzt nicht wegen Entzauberung rummachen will. Aber ja, vielleicht will ich es ja doch irgendwie nebenher so machen. So, jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wo denn dieser Entzauberungsding war. Wo ist denn der Entzauberungs... Nee, in die Erzmagierquartiere kommen wir vermutlich nicht. Wir sind nämlich nicht der Erzmagier. Und wenn der abends hier seine Ruhe haben will, dann können wir da lang rum dingern. Dann kriegen wir da keinen Zugang zu. Hier kommen wir nur nach Skyrim. Und ich glaube, in der Bibliothek gibt es keine Entzauberungsstation. Ist natürlich sehr unpraktisch. Also sehr unpraktisch. Genau, hier kommen wir nur auf den Turm hoch. Wo war denn das hier? War das nicht hier irgendwo, dass wir hier entzaubern konnten? Ja gut, dann schauen wir mal, dass wir vielleicht in die Quartiere kommen. In den Quartieren gibt es das doch ganz bestimmt, oder? Hall of Attainment. Lass mich rein. So. Ich glaube, wir sind noch kein offizieller Bewohner von hier, deswegen wäre auch alles noch stehlen, wenn wir irgendwelche Dinge mitnehmen. Aber stehlen hat uns ja bisher auch nie gekümmert, also dass wir es getan haben. Tja, sie plant jetzt hier den ihren Coup und gefühlt waren wir schon überall jetzt drin und es gibt hier keine Entzauberungsstation. Was ist das denn für ein Magierkolleg? Wo nirgendwer irgendwo so eine Entzauberungsstation bei sich hat. Also bitte, die Schüler sind mal echt schlechte Schüler. Sollen sich mal irgendwie ein besseres. So mal ein bisschen besser sein hier. Das gibt's ja nicht. Gebe doch nicht. Das ist hier nirgendwo. Nirgendwo? Ihr wollt mich doch verarschen. Das gibt's ja nicht. Mann, Mann, Mann. Echt jetzt? Ja, okay, hier waren wir schon. Okay. Dann nehmen wir jetzt einfach ein bisschen Käse mit. Einfach weil wir sauer sind, dass es das hier nicht gibt, nehmen wir jetzt Käse mit. Und Äpfel. Also eigentlich will ich nur Äpfel und meinetwegen auch ein bisschen Brot. Der Wein ist mir wurscht. Und Apfelkuchen. Aber wenn man halt mal schon gefrustet ist, dann muss man fressen. Also muss man nicht, kann man tun. Ich tue das für gewöhnlich nicht. Aber es ist ein Spiel, deswegen darf ich das. So, da ist auch noch ein Kuchen, den nehmen wir auch noch mit. Eigentlich müssen wir uns auch gar nicht verstecken. Die checken uns das ja eh.